Ich will gerne die andere Kulturen kennenlernen, aber leider kann ich nicht immer wieder reisen. Vielleicht hast du eine Idee, wo man verschiedene Kulturen treffen kann? Habe ich tatsächlich. Du könntest zum Frauenkulturzentrum gehen. Frauenkulturzentrum? Das klingt aber interessant. Was kann ich da machen oder was gibt es überhaupt da? Komm, das zeige ich dir jetzt. Wow. Rama und Aisha gehen heute in das Frauenkulturzentrum in Bielefeld. Dieses befindet sich in der Mellerstraße 2. Sie haben gelesen, dass es dort an jedem Donnerstag ein Angebot für geflüchtete Frauen gibt. Wie wird das Angebot denn angenommen? Das ist ganz unterschiedlich. Es ist im Moment so, dass viele Frauen auch in die Sprachkurse müssen. Dadurch variiert das immer. Wir haben das jetzt schon ein bisschen verlegt auf die Mittagszeit, dann sind manche Sprachkurse zu Ende. Aber es ist immer, die Familie spielt mit rein, die Kinder spielen mit rein. Und wir versuchen, es variiert zwischen 10 und es können auch manchmal 25 Frauen da sein. Also so in dem Dreh. Ich habe gehört, dass ihr nach die Kaffee trinken, er macht eine andere Aktivitäten. Das versuchen wir im Sommer zu machen. Im Winter haben wir nicht viele Möglichkeiten rauszugehen. Das Wetter ist nicht so schön. Aber wir haben vor, zum Beispiel im Sommer das Frühstück in den Park zu verlegen, dann da ein Picknick zu machen, das vorzubereiten und dann zusammen in den Park zu gehen. Hier ist ja einiges. Oder auch gewisse Ausflüge zu machen, vielleicht auch mal einen Museumsbesuch und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir. Wir haben jetzt zum Beispiel eine neue Stelle bewilligt gekriegt vom Kirchenfonds, wo wir eine Ärztin, die in beratender Tätigkeit bei uns demnächst da ist, dass die Frauen zu uns kommen können und sich beraten lassen, wenn Probleme in der Familie krankheitsmäßig, was nicht verstanden wird, die kann übersetzen und da haben wir eine Stelle bewilligt gekriegt und darüber freuen wir uns sehr. Was gefällt dir an diesem Angebot? Das ist schön, man lernt von anderer Kultur. Die Sprache wird auch besser. Durch Sprachkurs, man lernt, aber das ist nicht so, wenn man zusammen Kontakt hat und Dialog gibt zwischen Leuten, dann verbesserst du deine Sprache. Und manchmal auch gibt es viele Angebote, zum Beispiel Schwimmkurs, Fahrradkurs oder sportartige sowas gibt es auch. Das, solche Sachen gefällt mir so. Über was spricht ihr hier denn so? Das ist Unterschied. Kommt von mehreren Ländern erstmal. Deutsche Frauen auch dabei. Ausländische Frauen von Syrien, von Irak, von Afghanistan, von vielen Ländern. Und jedes Mal Unterschied. Manchmal reden wir über Beamte, wenn man Probleme hat oder wo gibt es Hilfe oder bei Verein, was gibt es, wo kann man Hilfe bekommen oder wenn jemand Probleme hat mit Unterlage, kann nicht ausfüllen oder sowas von Beamten, dann helfen wir das hier auch oder manchmal die Frauen bringen was zum Essen von eigener Kultur, dann wird über das Essen gesprochen, Rezepte getauscht, ganz verschiedene Sachen. Im Frauenkulturzentrum hat es Rama und Aisha so gefallen, sie werden nächsten Donnerstag auf jeden Fall wiederkommen.